Beispielsweise der Garten in der School of Agriculture. Das ist einfach extrem interessant, dass man aus der Stadt rauskommt und auf einmal in einem Ort ist, der total grün ist mit den ganzen Gewächshäusern, mit Wein, der dort angebaut wird, und dass man auf einmal innerhalb in der Stadt wie in so einer Parallelwelt ist. Also es ist fast wie wie in dem Buch, dass man die Tür aufmacht und man steht in diesem magischen Garten. Das war eine unglaublich schöne Erfahrung für mich. Ein weiterer Ort, den ich wirklich gerne mochte, war ums Eck vom Goethe-Institut gibt es ein Einkaufszentrum oder so eine Art Einkaufspassage. Inzwischen sind viele Geschäfte auch gerade leer oder es ist im Moment gerade ein großer Leerstand. Ich glaube, dass sich das ziemlich sicher verändern wird, wahrscheinlich auch nicht in allzu langer Zeit. Und unten in diesem Einkaufszentrum ist ein Stück von der antiken Stadtmauer und es ist absolut surreal, dass man runterkommt und man steht vor diesem Teil der Geschichte, der eingebaut ist in die Treppe, in die ein bisschen Garage. Ist jetzt ein Tor davor gemacht worden, aber davor standen anscheinend auch direkt die Motorräder dort abgestellt, die unten reingefahren wurde. Und das ist auch so ein Moment, wo diese Überlagerung von ganz bildlich wirklich die Vergangenheitsschichten, die Gegenwart, dass das alles zusammen in einem Ort kommt. Und dann gibt es noch eine Passage, auch nicht allzu weit weg von uns hier, die wunderschön ist, aber inzwischen auch fast komplett leer. Und das ist auch so ein Ort, dass jedes Mal, wenn ich da dran vorbeigehe, irgendwas zieht mich da rein. Und ich habe inzwischen fast von jedem Spaziergang dran vorbei oder dadurch ein Foto auf meinem Handy, weil dieser Ort mich wirklich jedes Mal irgendwie reinzieht. Extrem, ja. Also, weil es total wichtig ist, aus der Echokammer rauszukommen, in der man einfach selber sich in seiner eigenen Praxis, in seiner eigenen Stadt oder in seiner eigenen Szene befindet. Und insofern ist es wahnsinnig wichtig, dieser Positionswechsel zu machen, also eben so einen Außenseiterblick zu haben. Kann man jetzt vielleicht irgendwie mit Levi Strauss sagen, okay, um den zu haben, muss man aber dann auch eigentlich seine eigene Gesellschaft genau kennen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, weil es einen einfach auch nochmal in andere Diskurse bringt, mit anderen Menschen zusammenbringt, weil es einen die eigene Arbeit und die eigene Haltung überdenken lässt. Und ich glaube, das ist tatsächlich was ganz stark bei mir passiert gerade. Also dieses Nachdenken über die eigene Positionierung. Ich habe gemerkt, dass die Frage, was öffentlicher Raum in Athen ist, wirklich nicht so leicht zu beantworten ist. Und das liegt zum einen auch daran, dass ich mit meinen Vorstellungen aus Berlin, aus Deutschland hierher gekommen bin und dann sehr schnell gemerkt habe, dass die Strukturen oder die Strategien, die ich in mir drin habe, dass sie hier einfach so nicht funktionieren, was erstmal wirklich sehr verwirrend war. Und gut, man kann natürlich immer sagen, und ich glaube ich auch daran, dass so ein bisschen Konfusion, dass das auch sehr produktiv sein kann in der Recherche. Ich habe gemerkt, dass es für mich zentral ist, mit Menschen zu sprechen und tatsächlich zu fragen. Also irgendwann war ich in der Rolle, dass ich immer wieder nachgefragt habe, okay, was ist öffentlicher Raum für dich? Und tatsächlich jeden, den ich gefragt habe, es war eine unterschiedliche Antwort. Ob das jetzt sowas war wie, dass der öffentliche Raum das ganz klassische Café Neo ist, als ein Raum, wo man sich trifft und bespricht. Oder eine Frau, die mir gesagt hat, für sie ist öffentlicher Raum nicht der physische, aktuelle Raum, sondern es geht vielmehr darum, eben diesen Austausch zu ermöglichen über Workshops oder Gespräche. Es gab Leute, die gesagt haben, was ich auch sehr interessant fand, dass sich das Verhalten zum öffentlichen Raum der Griechinnen und Griechen einfach auch stark in den letzten 10 Jahren verändert hat. Sie meinte, das liegt daran, dass der öffentliche Raum jetzt auch anders genutzt wird, aber man vielleicht auch noch nicht ganz genau weiß, wie man ihn eigentlich nutzen kann. Und eine Erklärung davon war, dass man früher auch einfach vor der Krise
Geld hatte, um ins Café zu gehen, essen zu gehen, und man das jetzt einfach nicht mehr dreimal die Woche machen kann und von daher man sich dann eben wirklich eher im Park trifft, in einem öffentlichen Raum trifft, mit Kaffee to go trifft zum Austausch.